Mit der DGAU 600 habt ihr das passende Gerät bei allen Einsätzen, wo Magnetismus am Bauteil vorliegt. Das Set der DGAU 600 enthält die DGAUs, dann den Fernsteller und das 5 Meter Verbindungskabel und die drei Lastkabel. Als erstes gucken wir uns an, was ist Magnetismus beim Schweißen. Magnetismus erkennt man beim Schweißen relativ gut daran, dass der Lichtbogen tanzt. Das heißt, er hat keine richtige Zuordnung zu einer Bauteilseite, das heißt zur linken oder zur rechten. Dadurch kann es sein, dass man Bindefehler bekommt, beziehungsweise Poreneinschlüsse oder sonstige Fehler. Für diesen Fall ist die DGAU 600 genau das richtige Gerät, um euer Problem zu lösen. Dabei habt ihr zwei Varianten, wie ihr zum Ziel kommt, dass ihr ein nicht magnetisches Bauteil habt. Die erste Variante ist die Degaussing-Funktion und die zweite Variante ist die Active-Gauss-Funktion. Bei der Degaussing-Funktion braucht ihr die DGAU 600, das beiliegende Lastkabel und zum Schluss ein Feldstärken-Messgerät, um zu messen, ob der Magnetismus aus dem Bauteil heraus ist. Ihr legt das beiliegende Lastkabel mit so vielen Windungen wie möglich um das, in dem Fall Beispiel, Rohr und schließt die beiden Enden an den Lastbuchsen an. Wichtig ist hierbei, dass ihr versucht, so viele Windungen wie möglich auf das Bauteil aufzubringen. Natürlich, wenn das Bauteil größer ist, bekommt ihr weniger Windungen hin, wie wenn ihr ein kleineres Bauteil habt. Der Polaritätsanschluss an dieser Stelle ist egal. Ihr müsst nicht darauf achten, ob ihr das eine Kabel links oder rechts bzw. auf Plus oder Minus anschließt. Zum Starten des Degaussing-Vorgangs klappt ihr einfach die Klappe runter und drückt auf den entsprechenden Knopf Degaussing. Bei der Degaussing-Funktion wechselt das Gerät jetzt rhythmisch zwischen dem Plus- und Minuspol bzw. vertauscht die Pole und fährt währenddessen mit der Amperezahl immer ein Stück runter. Um zu kontrollieren, ob der Magnetismus aus dem Bauteil heraus ist bzw. später noch nachrutscht, könnt ihr das mit dem passenden Feldstärken-Messgerät nochmal kontrollieren. Das Active-Gauss-Verfahren eignet sich besonders gut bei großen Bauteilen mit starkem Magnetismus bzw. bei langen Bauteilen, wie zum Beispiel beim Pipeline-Bau. Dafür braucht ihr, wie bei dem Degaussing, die DGAU 600, das Lastkabel, das Feldstärken-Messgerät und zusätzlich noch den Fernsteller mit dem passenden Kabel. Als erstes macht ihr das Gerät aus und schließt den Fernsteller mit dem Kabel an der dafür vorgesehenen Buchse an. Danach könnt ihr das Gerät wieder anmachen. Als nächstes messt ihr mit dem Feldstärken-Messgerät, wie viel Magnetismus habt ihr an eurem Bauteil bzw. an der Stelle, wo ihr schweißen wollt. Mit dem vorliegenden Wert kann man grob einschätzen, wie viele Windungen ich um das Werkstück legen muss. Wie viele Windungen ihr verwendet, bleibt euch überlassen. Das ist ein Erfahrungswert. In dem Fall fange ich mal an mit 4 bis 5 Windungen. Wichtig ist besonders hierbei, dass ihr das Kabel nicht direkt vorne an der Stelle, wo ihr schweißt, sondern mit genügend Abstand nach hinten verlegt, damit ihr, wenn ihr schweißt und die Wärme in das Werkstück reinzieht, die Kabel nicht verbrennt. Danach nehmt ihr euch den Fernsteller und schaut darauf, dass der An-Ausschalter auf Off steht und der Drehgeber auf 0. Das könnt ihr daran erkennen, dass in dem Bildschirm die Amperezahl 10 steht. Als nächstes legt ihr die Messsonde an der Stelle, wo ihr schweißen möchtet, an und schaltet den Anschalter des Fernstellers auf On. Wie jetzt zu erkennen, springt die Anzeige oder der Magnetismus nach oben. Das heißt, ich habe die falsche Polarität angewählt. Dazu lege ich den An-Ausschalter wieder auf Off und auf der anderen Seite des Fernstellers kann ich die Polarität wechseln. Danach kann der An-Ausschalter wieder auf On betätigt werden.
Durch Drehen des Drehgebers kann ich so lange passend drehen, bis Magnetismus auf der Anzeige auf 0 ist. Wenn ihr euren Magnetismus laut Messgerät auf nahezu 0 habt, dann könnt ihr mit dem Schweißvorgang beginnen. Während des Schweißvorgangs, besonders bei großen Bauteilen, kann es manchmal vonnöten sein, dass man das Ganze nochmal neu kalibriert auf die verschiedenen Schweißpositionen bzw. Segmente des Bauteils. Solltet ihr Probleme haben, kann es sein, dass ihr zu viele Windungen draufgelegt habt und somit den Nullpunkt überspringt. Nehmt dann lieber nochmal eine Windung weg und beginnt den Prozess von vorne. Mit diesen zwei Varianten zum Entmagnetisieren kommt ihr definitiv zu einem entmagnetisierten Bauteil. Somit tanzt der Lichtbogen nicht mehr und ihr könnt so ohne Fehler schweißen.